Die Affäre Ernst Winter von Rolf Schneider. Bis zum Frühjahr 1900 war unser Konitz eine freundliche westpreußische Stadt. Sie war bekannt für ihre Ruhe, für die Nähe zu den Binnenseen, zur Tucheler Heide. Wer das Bedürfnis nach Abwechslung hatte, fuhr mit der Eisenbahn bis nach Bromberg. Hier in Konitz lebten nebeneinander Deutsche, Polen und Juden. Meist gingen sie sich aus dem Weg. Es gab kaum Konflikte. Die Winter bei uns waren lang und hart. Die Sommer trocken und heiß. So ist es immer noch. Sonst hat sich manches verändert. Nehmen Sie Platz, Bester Braun. Wie ist das Wertebefinden? Danke der Nachfrage. Ist egal. Danke ergebenst. Alles begann mit dem 15. März, einem Donnerstag. Ich wurde in die Konviktstraße gerufen, in den Amtssitz unseres Staatsanwaltes Settegast. Tja, ich wollte mich mit Ihnen über diesen toten Schuljungen... Ernst Winter. Scheußliche Sache, was? Scheußliche Sache. Ich wollte hören, was die Einzelheiten sind. Nun, der Junge wurde erst einmal vermisst. Wann? Seit Montag. Er war über Nacht nicht daheim. Das ist vorher noch niemals gewesen. Die Wirtsleute haben Anzeige erstattet. Wer sind diese Wirtsleute? Bäcker Lange am Marktplatz und seine Frau. Sehr ordentliche Menschen. Wieso hat der Junge dort gewohnt? Seine Eltern leben in Perschau. Das ist ein Dorf 30 Kilometer von uns. Aha. Der Junge ging hier aufs Gymnasium. Wie alt war er? 17. Reden Sie weiter. Unsere Beamten haben gesucht. Sie haben draußen am Mönchsee gesucht. Auf dem See ist immer noch Eis. Vielleicht dachten wir, ist er dort eingebrochen. Am Ufer lag ein ungewöhnliches Paket. Aha. Ziemlich groß und eingewickelt in Sackleinen und sorgfältig verschnürt. Es lag zur Hälfte im Wasser. Die Beamten haben es herausgezogen und geöffnet und dann... Ja. Ich habe so etwas noch niemals gesehen, Herr Staatsanwalt. Ein nackter Körper von einem jungen Menschen. Die Haut weiß, mit bläulichen Flecken und aufgeschwemmt vom Wasser. Arme, Beine und Kopf... abgetrennt. Der Anblick war furchtbar. Ich begreife. Ich habe erst einmal angeordnet, dass wir nach den anderen Körperteilen suchen. Wir haben die beiden Beine gefunden und den rechten Arm. Ja, und was ist mit dem Kopf? Wir haben ihn noch nicht gefunden. Wir suchen weiter. Ist denn sicher, dass es sich um diesen Gymnasiasten, diesen... Ernst Winter, ja. Ja, dass es sich um den handelt. Er ist seit gestern identifiziert. Durch wen? Sein Vater. Wir haben ihm telegrafiert, er ist gleich gekommen. Er hat seinen Jungen erkannt, an einem Muttermal auf dem Rücken. Ist die Leiche obduziert? Gestern Vormittag. Von wem? Unserem Kreisarzt. Und? Todeszeitpunkt war offenbar der Sonntagabend. Der Thorax war völlig blutleer. Interessant. Die Abtrennung der Gliedmaßen lässt auf einschlägige Erfahrungen schließen. Aha. Und wer kann sowas? Es gibt da mehrere Berufe. Schlechter zum Beispiel. Na, bitte. Allein in Konitzer Staatsanwalt haben wir 7 Schlechtereien. Wir werden uns die einzelnen Geschäfte vornehmen, natürlich. Also ich verlasse mich da ganz auf Sie.